Na gut, weg. Lass sie einfach mal Technobase laufen. Und dann schauen wir mal, was es so Schönes gibt heute. Los, lad schneller! Ich gehe mal ganz kurz nochmal auf den Desktop. Muss mal gucken, wenn da nämlich jetzt die Dingens läuft, ist das immer scheiße. Die Playlist. Und das Gefühl habe ich gerade. Nein! Okay. Naja. Irgendwie. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, irgendwie wird das heute nichts mehr mit dem Leveln, mit dem Leddern. Okay, Anterana. Auf Shakuras Plateau. Yay! I really like this map. Ist ziemlich gut zum Proxy-Pile setzen zum Beispiel. Wenn man weiß, wo der Gegner sich rumtreibt. Vor allem, da es ein Terra ist, muss ich jetzt direkt eine Probe losschicken, die dabei eben irgendwo einen Proxy-Pile hinsetzt. Und obwohl, das könnte auch schon zu spät sein. Ach, scheiß einen drauf. Bin das ich? Ich hoffe nicht. Ich hoffe, das ist sein Internet und nicht meins. Eigentlich kann es meins nicht sein. Naja. So, 8, 9. Ach, mein Computer bremst. Okay. Das erklärt natürlich einiges. Texturen niedrig, Grafik niedrig. Sieht zwar total scheiße aus, aber damit müsst ihr jetzt leben. Hehe. Halbzeitstand, Dortmund 2, Gladbach 0. Yeah. Borussia gegen Borussia. Jawohl. So, falls hier jemand Gladbach-Fan ist, tut mir das leid, aber ich bin Dortmund-Fan. Also freue ich mich. So, wann wird der Pylon fertig? Das müsste jetzt jeden Augenblick sein. Da. Probe wieder hier rüber. So. Und jetzt schauen wir mal, wo sich der Terraner rumtreibt. So, nochmal zwei. Und mit denen, jetzt kommt erstmal, zup, hier, du hier hin. Auch hier hin und jetzt hier Gas. So, du hier hin. Wird dann noch? Ja. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall erstmal Minerals. So. Ha, gefunden. Eine Kaserne, zwei Depots. Ja. Ein Proxy-Pylon hier oben hin. Ich bin ja ein Arsch. Als Arsch darf man das ja. So. Wie sieht's jetzt hier aus? Zwei fehlen. Pumpe ich mal direkt drei. Der erste Zealot ist da, das freut mich. So, ihr alle nach da und du auch. So, hier noch einen dritten Zealot und dann erstmal Minerals sammeln.
für eine Robo. Und nochmal Minerals für ein Pylon. So, die Robo auf die 6. Eine Sentry hinterher. Chrono Boost nicht drauf, weil keine Energie. Jetzt Energie. Jetzt Chrono Boost. So, die Base ist komplett saturiert. 3, 3. Dann brauche ich hier jetzt einen Worker. Und ihr geht schon mal nach unten und checkt mal die Lage, was hier so abgeht. Sentry auch nach unten. Und hier ist diese Idle Probe. Die setzt schon mal den nächsten Nexus hier hin. Verdammt, nein, will ich nicht. So. So, das ist auch die 5. Die 5 dahin und du arbeitest da. So. Ah ne, du kommst nochmal zurück. Ich brauche noch Pylons hier. So. Jetzt arbeitest du da. Yay. Schauen wir mal, was der Terraner so treibt. So, hier nochmal einen Boost draufsetzen. Und jetzt erstmal an Gates pumpen. 1, 2, 3 neue Gates. Und 2 Pylons hier hin. So. Ui, was kommt da? Ein Marine. Nicht gut. Wenn ihr mit einem einzigen Marine hier lang rennt, ist das nicht gut für mich. Eine mit dem Tech Lab, was wird das? Das ist eine Fabrik. Oh! Ein Reaper und ein Ghost. Der ist nicht gut. Der ist gar nicht gut. Na, ich bleib mal besser hier stehen. Auf jeden Fall habe ich jetzt von wegen Minerals und so erstmal genug. So, ihr auf die 3. Special Force. Hier ein Boost. Da ein Boost. Der Ghost und der Dingens rücken aus. Das gefällt mir nicht. Da versuche ich mal dran zu bleiben. Ah ja, okay. Angriff. Wie geil! Focus Fire erstmal auf den Ghost, natürlich. Muss sein. Weil sonst ich Problem. So, Guardian Shield geht an. Und jetzt geht's drauf. Oh, da oben stehen Reaper drauf. Wie geil. Das ist ja mal eine hundsgemeine Taktik. Rückzug. Töte den Reaper. Töte den Reaper. Nein, dann nicht. Dann lass sie folgen. Erstmal hier nachpumpen. Ting, zitz, ting, zitz, ting, zitz, ting, zitz, ting. Guardian Shield an. Töte den Reaper. Perfekt. Töte den Reaper. Jawoll. Und jetzt auf den snipen. Perfekt. Die Reaper sind tot. Oder auch nicht. Mein Gott. Oh, ein Hellion. Gewesen. Nachpumpen. Hihihihi. Ghost-Akademie töten. Oh, was eine Luschentaktik, ne?
Das kann doch wohl nicht wahr sein. Schade, dass du noch WBFs hier hast. Die werde ich jetzt auseinanderreißen. Und ihr Stalker, du Stalker, machst dich mal auf Suche. Und ich sehe gerade, dass ich mich selbst supply-blockt habe. Naja. Wen stört es? So, das ist kaputt. Das ist kaputt. Das WBF ist kaputt. Ach so. Ja, dann weiß ich auch, wo du bist, mein Freund. So, Attacke hier. Los, 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 los. Himmel, wie viele Minerals habe ich denn? Auf jeden Fall genug für 4 neue Gates. Na, 2, 3, 4. So, jetzt gibt's hier richtig auf die Glocke. Denn jetzt bin ich durch. Und jetzt geht's rein. Hallöchen, wie geht's dir denn? Tja, mein Freund, das war's für dich. Hehehehe. Ich bin ein Arsch. Manchmal. So. Das Spiel wäre jetzt gewonnen. Auf zum nächsten. So. Ah, Spieler gefunden. Ein Zerg, okay. Da muss ich dann wieder ein bisschen was anderes machen. Ich glaube, da kann ich nicht einfach so einen Proxy-Pile an die Natural pflanzen. Das geht nicht. Nein, verdammt. Ein bisschen gepennt. So, sobald ich jetzt auf den Dingens gedrückt habe, so, gehe ich einmal, werf mal eine andere. Nein. Besser als nichts. Transbase. Ist auch nicht schlecht. Mal gespannt. Nee. Muss auch nicht sein. Mach ich mal das an. Meine eigene Playlist. Besser als nichts. So, und jetzt muss ich scouten. Ich habe nämlich ein bisschen gepennt. Ah. Wenigstens muss ich mich hier nicht über die Musik aufregen. Hoffentlich finde ich den Zerg ziemlich schnell. Plöpp. Weil ich keine Lust... Irgendwie habe ich jetzt gerade keinen Bock auf so einen Rush. Ups, was war das? Plöpp. Ja, ich glaube, einer reicht da drin. So, hier noch einen Boost drauf pflanzen. Na komm, nehmen wir zwei. Die Minerals kann ich verkraften. Die einboosten. Gefunden? Nein. Jetzt habe ich ihn. Ey, greift die Probe mich da etwa an?
Rache! Oh. Hehehehe.